Kirche. Ich fand immer, dass unter Homosexuellen viel Solidarität herrscht. Ist es bei den Frauen auch so? Ja, und das ist eben, das ist ganz, ganz schwierig. Ich habe nach 98 mehrere Jahre am Unispital gearbeitet, also hier in Zürich. Und da hatten wir viele Frauen, die aus Thailand stammen, die aus Ländern in Subsahara-Afrika stammen und extrem vereinsamt sind. Und mit niemandem drüber reden können. Und da hatten wir häufig gedacht, ja, wie können wir denn diese Frauen zusammenbringen? Und haben dann von den Frauen häufig gehört, ja, ich kann mich doch nicht mit einer anderen Frau aus Thailand treffen, die könnte das ja erzählen. Und wenn wir dann sagten, ja, aber sie ist ja selbst infiziert, ja, trotzdem. Und das war, ja. Wenn ich kurz unterbrechen darf, und deswegen habt ihr wahrscheinlich die Gruppe Positive Frauen ins Leben gerufen, ist das korrekt? Oder? Ja, das war so. Das war ursprünglich die Idee einer Pharmafirma. Und ich hatte mal auf einem HIV-Kongress, also deutsch-österreich-schweizerischen HIV-Kongress, hatte ich einen Vortrag gehalten zu HIV und Frauen in der Schweiz, weil eine Freundin aus Deutschland, die in Deutschland diese Thematik HIV und Frauen schon lange vertritt, sie hatte mich gefragt, ob ich für die Schweiz das Thema darstellen könnte. Und ich habe dann Kollegen gefragt, ja, ihr seid doch Berufener mit eurem Schweizer Hintergrund. Ja, nein, nein, mach du das mal, das ist schon gut. Und dann war ich eben auf diesem Kongress dann diejenige, die das Thema HIV und Frauen ja, auf diesem kleinen Symposium zeigte. Und dann hatte kurz darauf diese Pharmafirma die Idee, ein Peer-Teaching-Programm in Europa ins Leben zu rufen. Und, ja. Also Peer-Teaching heißt, genau. Betroffene ja, genau. erzählen von genau, sich selber. Genau. Und es gibt ein sehr schönes Programm für HIV-Positive in England, das sehr gut läuft. Und das wurde als Beispiel genommen, wie Gruppensitzungen aufgebaut werden. Und ich wurde dann angefragt, ob ich Interesse hätte, in der Schweiz dieses Programm bekannt zu machen. Und habe dann mit Kollegen zusammen überlegt, ja, wird das überhaupt angenommen? Denn es gab schon vorher Ansätze für solche Peer-Teachings in der Schweiz. Und da wurde bei den Frauen bis auf eine Gruppe am AIDS-Veramt da wurde dann nichts über einen längeren Zeitraum raus, außer in Genf, wo es ein Projekt gibt unter schwarzafrikanischen Frauen. Und wir hatten dann sehr skeptische Rückmeldungen von Kollegen, von betroffenen Frauen, die schon lange mit HIV leben, von den AIDS-Hilfen. Und dann hatten eine Kollegin in Bern und ich, wir hatten praktisch gleichzeitig die Idee, ja, fragen wir doch einfach mal Frauen. Und dann haben wir unter 250 Frauen an verschiedenen Orten eine Umfrage gemacht, anonym mit einem Blatt in drei Sprachen, ob sie Interesse hätten, sich mit anderen positiven Frauen zu treffen und ob sie sich auch vorstellen könnten, dass sie Gruppenleitung machen. Und ein Viertel der Frauen sagte, ja, das wäre etwas, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann ist leider die Pharmafirma hat das nicht mehr weitergeführt. Und dann stand dieses Projekt aber bereits im Raum und ich habe dann beschlossen, nein, das muss jetzt weitergehen. Und ich habe es dann umgetauft. Ich habe dann einen eigenen Namen gegeben, der wiederum ähnlich klingt wie das ursprüngliche Projekt in England. Mhm. Ob jetzt Positive Frauen Schweiz haben wir draus gemacht. Und jetzt gibt es an drei Orten, das ist Zürich, Bern und Münsterlingen, gibt es Gruppentreffen. Und das hat gestartet vor einem Dreivierteljahr. Und wir möchten gern auch, dass es besser bekannt wird. Mhm. Dürfen denn da nur Frauen teilnehmen, die quasi infiziert sind? Oder dürfen da auch Frauen hin, die sagen, okay, ich bin nicht infiziert, aber ich möchte einen Beitrag beisteuern an Solidarität vielleicht? Nein, wir haben das wirklich begrenzt auf Frauen, die mit HIV leben. Mhm. Ja. Wie meistern Sie Ihren Alltag?
Also ich meine, ich kann mir gut vorstellen, wenn Sie vielleicht nicht in der Beziehung sind, dass es sehr schwierig ist, jemanden kennenzulernen. Unter schwulen Männern ist, denke ich, HIV schon so sehr ein Thema, schon so lange, dass der Wissensstand hoch ist, in also meiner Erfahrung. Und ich arbeite hier am Checkpoint und gut, natürlich haben wir da am Checkpoint viel Kontakt mit Männern, die bereits sehr gut informiert sind. Gut, aber ich denke dennoch, der Wissensstand ist ordentlich. In der heterosexuellen Bevölkerung sehe ich das anders, was ich so miterlebt habe. Und ich denke, es wird nicht besser. Ich habe eher das Gefühl, dass unter den Jungen, dass so Schulabgänger, Leute, die, oh Gott, würde man sagen, von 15 bis 25, 30, die haben nicht mehr AIDS und die früheren Probleme miterlebt. Die werden noch informiert, vielleicht über Projekte, die in der Schule gemacht werden zu HIV. Sie werden informiert über Printmedien. Aber ich habe den Eindruck, der Wissensstand ist tief und bin manchmal ganz erschrocken, was dann noch an Unwissenheit da ist. Und mit dieser Unwissenheit bei den Männern sind dann die Frauen konfrontiert. Und ich habe jetzt so lange mit homosexuellen Männern gearbeitet, dass ich gar nicht mehr so richtig vorbereitet war auf die Stigmata, von denen mir die Frauen berichten und auch die Ängste, die sie haben, dass ihre Infektion bekannt wird bei Leuten, die nicht damit umgehen können. Das hat mich doch sehr berührt. Jetzt haben wir auch gerade so schön von dir gehört, dass man heutzutage zum Glück nicht mehr dran stirbt. Ist es wirklich noch so? Oder überhaupt so? Oder? Jawohl. Ich denke, da würde ich ganz gerne unterscheiden nach den verschiedenen Gruppen, wer sich wie infiziert hat. Also, bei den schwulen Männern sehen wir, dass schwule Männer sehr häufig einen HIV-Test machen. Und dementsprechend werden sie auch dann häufig sehr früh in der Erkrankung diagnostiziert und haben damit häufig Helferzellen, die gar nicht vermindert sind. Und wir haben jetzt vor einem halben Jahr die Ergebnisse von einer wichtigen Studie erfahren, die gezeigt hat, dass es Sinn macht, auch bei hohen Helferzellen eine Therapie zu starten. Und es wird in der Schweiz praktisch jeder Patient, der HIV-positiv ist, jetzt unabhängig von den Helferzellen, wenn er bereit ist, sich auf die Behandlung einzulassen, jetzt auch behandelt. Und das ist anders bei den Bevölkerungsgruppen, bei denen HIV insgesamt seltener ist oder die eben nicht ein Risiko haben, dass das schon danach ruft. In Bevölkerungsgruppen, die sich heterosexuell infiziert haben, da sieht es anders aus. Da erleben wir, dass bei Migranten aus Ländern, in denen HIV häufig ist, dass da doch recht häufig dran gedacht wird, von ihren Ärzten einen HIV-Test zu machen, könnte aber besser sein. Und bei Leuten, die nicht aus Ländern stammen, wo HIV häufig ist, das zum Beispiel Schweizer, die sich sexuell infiziert haben, zum Beispiel in der Schweiz, da erleben wir häufig, dass sehr spät erst an HIV gedacht wird und dass die häufig dann in bereits recht fortgeschrittenem Zustand kommen. Und eine andere Gruppe, bei der wir das sehen, das sind alte Patienten, weil offenbar zu wenig daran gedacht wird, dass die ja auch sexuell aktiv sein können und sich so infizieren könnten. Und eine Bevölkerungsgruppe, wo wir auch sehen, dass sie recht früh diagnostiziert werden, das sind die Drogenpatienten, weil da aufgrund des Risikos ebenfalls häufiger getestet wird. Okay. Also da ist eigentlich heutzutage wirklich fast so ein bisschen eine goldene Regel, sage ich jetzt mal, früh genug mit der Therapie anzufangen. Ja, und dann sehen wir auch keine AIDS-definierenden Erkrankungen. Und dann sehen wir eben auch, dass die Lebenserwartung praktisch so ist wie ohne die Erkrankung. Genau. Da haben wir ja ganz viele Informationen von dir heute erhalten. Und was würdest du dir denn noch wünschen für die Zukunft? Ja, etwas, was ich recht bedrückend finde, das ist die HIV-Situation in Russland. Und den
angrenzenden Ländern. Wir haben immer noch so auf dem Bildschirm, ja, HIV ist ganz schrecklich in Subsahara-Afrika. Dort hat sich enorm viel getan. 50%, 60% der Leute, die antiretrovirale Therapie brauchen, bekommen sie. In Russland sehen wir jetzt, dass diese ja, nicht existente Drogenpolitik, dass die dazu geführt hat, dass enorme Zahlen von Hepatitis C und HIV-Infizierten unter Drogenpatienten gesehen werden. Und diese Drogenepidemie geht jetzt über, halt dann die Infektion bei den ehemaligen Drogenpatienten oder weiterhin konsumierenden Drogenpatienten ist übergegangen in die heterosexuelle Bevölkerung. Und Russland hat die höchsten Zuwachsraten an HIV weltweit. Und da sehe ich nicht, dass sich bei dem Herrn, der am Ruder ist, dass sich da viel ändern wird. Und das Zweite ist natürlich, wenn es jetzt durch die Forschung, die aktuell in Bezug auf die Heilung gemacht wird, da gibt es einige sehr spannende neue Ansätze. Neben dieser Functional Cure bei Frühtherapie gibt es noch einige weitere Ansätze und ich fände es natürlich wunderbar, wenn es in einigen Jahren tatsächlich Heilung gäbe und zwar nicht eine, die mühsam ist und bei der nur in einem experimentellen Setting einige wenige Patienten geheilt werden können, sondern wirklich eine, die der breiten Masse oder der breiten Bevölkerungsschichten zugänglich sein wird. Jetzt nochmal ganz abschließend. Wo kann man sich denn eigentlich informieren, testen lassen? Wir müssen wirklich immer mal davon ausgehen, wie du auch selber gesagt hast, dass es an den Schulen vielleicht auch zu wenig Informationen eigentlich gegeben wird. Mhm. Aber wo kann man sich denn heutzutage testen lassen, anonym testen lassen vielleicht? Kannst du uns da ein paar Ratschläge geben? Ja, in der Schweiz ist die Situation gut in Bezug auf die Möglichkeit, sich testen zu lassen und sich auch anonym testen zu lassen. Das kann man machen an großen Spitälern, da wird das angeboten und kostet meistens 50 Franken und wird angeboten meistens an zwei Tagen oder zwei Nachmittagen oder Abenden in der Woche. Dann kann man das auch über die Hausärzte, man kann das machen bei uns am Checkpoint. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Ja. Okay. Also es gibt Möglichkeiten, dass man sich testen lässt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man es auch einfach macht. Ja, und wo wir aber merken, und das ist ein weiterer Wunsch, den ich hätte, dass der Schuh noch drückt, das ist, man kann viel erreichen, wenn man in der ganz, ganz frischen HIV-Infektionssituation mit der Behandlung anfängt. Also ist es richtig, dass wenn man mit einem frühzeitig erkannten positiven Status auch ein fast ganz normales Leben führen kann? Denke ich, das ist vergleichbar mit anderen chronischen Erkrankungen, ja. Mhm. Bei denen man auch Medikamente nehmen muss und die wir auch nicht. Was sicherlich nicht vergleichbar ist, ist nach wie vor das Stigma. Mhm. Ja, man kann nicht von HIV reden, wie man beim Coiffeur oder beim Bäcker von seinem Bluthochdruck redet. Das geht nicht. Man kann nicht davon reden, wie man über Krebs redet. Da kommt immer das Jö und bei HIV kommt erstmal Upsali. Und sehr schnell dann auch Hoppla, wie hat denn das bekommen? Und schwarze Peter-Überlegungen. Ja, also das ist sicherlich ein Riesenproblem. Ja. Barbara, jetzt haben wir super viele Informationen von dir heute erhalten. Ich danke dir recht herzlich. Und wenn ihr noch weitere Informationen haben möchtet, da unten habe ich euch ein paar Links aufgelistet, wo ihr noch mehr Informationen findet. Ansonsten gibt es nur noch eins zu sagen. Let's all love life. Ciao!